Tödliche Schießerei am helllichten Tag in Hannover. Die Leiche liegt noch auf der Straße, der schwarze Porsche verbeult, mit einem Einschussloch versehen. Tatort mitten in der belebten City der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. Gegen 13.30 Uhr haben wir an diesem Donnerstag Informationen von Zeugen bekommen, dass es hier im Bereich der Innenstadt Hannovers auf dem Kreuzungsbereich Weidendamm-Ahnstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen Insassen mehrerer Fahrzeuge gekommen sein soll. Es hat sich dann bei der Tatortaufnahme festgestellt, dass es wohl mindestens einen Schuss gab, der abgegeben wurde. Laut Polizei kann ein Fahrzeug vom Tatort fliehen, angeblich ein weißer Mercedes. Schwer bewaffnete Polizisten sichern das Gebiet in der Innenstadt weiträumig ab. Die Fahndung läuft, die ist sofort eingeleitet worden nach Bekanntwerden der Tat und dass eben ein Tatverdächtiger oder mehrere, wie gesagt, das wissen wir noch nicht genau, flüchtig sind. Und aus diesem Grund ist der Nahbereich natürlich in die Fahndung einbezogen worden, aber auch ein größeres Umfeld. Die Hintergründe der tödlichen Schießerei unklar und von Tatwaffe und Täter fehlt bisher jede Spur. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.